Einen miaumäßig guten Tag wünsche ich euch bei mir, Miau LP. Ja, ich bin die tanzende Ari hier, man hat schon nichts mehr von mir gehört. Aber ich lebe auf jeden Fall noch. Moment, ich muss kurz einkaufen. Ja, ich spiele League of Legends, ein Multiplayer Online Battle Arena Spiel. Kennt vielleicht jeder, eventuell kennt auf jeden Fall sehr viele. Ja, ich habe jetzt sehr lange nichts mehr auf YouTube gebracht. Das liegt einfach daran, dass ich kaum Zeit, Lust hatte, wie auch immer. Oh ja, einer disconnected, das freut mich. Also auf jeden Fall war es dann so, dass auch irgendwann die Lust einfach total weg war. Auch die Upload-Zeiten und sowas haben mich teilweise echt gestört. Und das Ganze, mein Prozessor war ziemlich schlecht damals. Ja, jetzt bin ich wieder da mit ein bisschen neuer Hardware. Ab heute neu im Internet, also schnellerem. Oh Gott. Was ist das? Gott. Ja, also, wer LOL nicht kennt, das ist halt wieder so ein ganz anderes Spiel. Und ich spiele den Spielmodus Aram, wo man einen Random-Charakter bekommt. Das ist auch immer sehr lustig zu spielen. Alter, was machen die denn? Die sind schon alle fast tot. Mein Gott. Ja, super. Direkt fürs Blatt hier für die Gegner. LOL can't move. Ja, du bist ja auch disconnected, oh Gott. Ich muss ein bisschen aufpassen. Oh mein Gott. Fängt ja schon wieder gut an hier, wenn ich am Erzählen bin. Ich muss aufpassen. Ja, super. Ich habe ihn extra gestunt. Die hätten ihn jetzt auch töten sollen. Was? Da war irgendwas, was mich getötet hat. Oh mein Gott. Ich bin ein bisschen abgelenkt gerade, also. Nochmal ganz ruhig. Also, ich bin jetzt wieder da auf YouTube. Wahrscheinlich auch lange. Jetzt habe ich auch sehr viel Zeit, um zu spielen. Ich habe die Lust auf jeden Fall auch was zu machen, aber ich habe mich von Minecraft inzwischen sehr distanziert. Das heißt, dafür wird wahrscheinlich eher nichts mehr kommen. Viel League of Legends, dadurch habe ich mich jetzt festgelegt, wahrscheinlich eher. Oh Gott, das war schon wieder ganz knapp hier. Also das möchte ich auf jeden Fall ganz viel spielen, League of Legends. Weil es einfach ein ganz tolles Spiel ist und man kann es einfach so zwischendurch spielen. Und warum sitzen da alle im Busch? Das gefällt mir nicht. Ah, jetzt ist die Ding auch schon wieder fast tot. Nein, die Selbstmordspinne, aua. Ich hasse die. Eigentlich ist mein Team nicht so krass gerade, ne? Die anderen sind einfach direkt von Anfang an viel besser gewesen. Das fickt etwas. Da hat die gut kassiert, die Alte. Ah, Gott. Ich will irgendwen in den Tower laufen. Oh mein Gott, ich krieg so viel Schaden. Ein bisschen aufpassen. Oh mein Gott. Komm, tötet den bitte. Das war ein bisschen zu greedy von dem. Ein bisschen zu sehr greedy von dem. Er soll aufs Maul bekommen, bitte. Ah, was kaufe ich mir denn? Ja, ich kann mir gerade nichts leisten. Das ist ganz super. Okay. Also, wie gesagt, Aram, der Random-Spielmodus. Und ich werde eventuell in den nächsten Tagen noch ein Video machen, wo ich mir einen kleinen Plan ausdenke. Ich werde ein bisschen was uploaden die Woche. Also jede Woche. Je nachdem, wie ich es schaffe. Da ich halt auch das besseres Internet habe und einfach besser uploaden kann. Komm jetzt! Meine Kugel! Ach, scheiße, jetzt bin ich wahrscheinlich tot. Ja, das war sehr gut. Ich war einfach gestunt. Ich wollte doch nur noch die Elise töten. Aber hey. Also ich werde dann ganz viele Sachen machen. Ich hoffe, es gibt überhaupt noch. Was geht bei dem? Ich hoffe, es gibt noch Leute, die mich gucken. Vielleicht werde ich jetzt auch ein paar neue Zuschauer bekommen, dadurch, dass ich League of Legends mache. Aber das ist ja okay. Ich werde vielleicht noch ein paar Game-Vorstellungen machen, je nachdem, was ich so finde für Spiele. Weil es gibt ja teilweise Sachen, die man echt gut vorstellen kann, die niemand kennt oder kaum einer. Bei denen es dann ganz cool ist, wenn man die vorstellt so. Alter, da hat die LeBlanc wenigstens einen Towerschuss abbekommen. Wie viel Damage die einfach wieder alle machen an mir. Gut, ich habe meine Heilkugel gerade, das ist sehr schön.
Das was bitte? Das Wasser hat gerade so viel Schaden bekommen. Da lag irgendeine Bombe oder sowas. Oha. Oha. Läuft da auf jeden Fall. Ganz knapp wieder entkommen hier. Das ist wieder eine sehr brenzlige Situation. Ich habe Angst, dass was vor dem, was da im Busch sitzt. Ich glaube, ich habe was getroffen. Ich habe es, glaube ich, gehört. Oh ja, Tatsache. Tatsache. Aber was tut... Ey, dieser dumme Maokai, der hat so eine krasse Range und der killt mich einfach immer weiter. Was hat er denn für Sachen? Na gut, schon ein paar. Ich meine, nicht so viel, aber trotzdem. Ich habe halt mein Maranomikon gerade, naja. Ja, ich habe vorhin schon ein paar Runden aufgenommen, aber die waren irgendwie ein bisschen fail teilweise von meiner Sprachweise. Ich war nicht ganz zufrieden. Ich wollte da jetzt direkt das erste Video ein gutes machen. Also die Sprachweise, das war, die Quali war ein bisschen zu hoch eingestellt, da war die Videodatei ein bisschen zu groß, das wollte ich auch nicht. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen runtergestellt, aber es sollte mehr als genug sein, es ist mehr als ich vorher immer hatte. Ey, es sind die poken einen so krass an, oh mein Gott. Komm schon, please, was ist denn los? Mein Team hilft mir gar nicht. Die sind alle, die waren alle ziemlich tot, aber nee, die helfen mir nicht. Ich habe auch geultet und so, aber ich kann doch nichts machen. Guck mal, wenn sich jetzt irgendwer gut anstellt, könnte er alle haben. Man könnte einfach alle haben. Aber, nur hey. Ich sag ja mal nichts, ne? Ja, also ich werde dann höchstwahrscheinlich jetzt ein kleines Projekt starten, was ich irgendwie Road to Ranked oder sowas nenne, weil ich bin noch nicht Level 30. Will ich aber gerne so schnell wie möglich erreichen und, ja. Das kann man dann mit so einem Projekt wahrscheinlich ganz gut machen. Ey, ich krieg immer weiter Schaden, ne? Ich werde so krass hier angefickt. Und nachher schon nicht mal den Kill. Okay. Alter, die macht so viel Schaden, die scheiß LeBlanc. Könnte es einem... Oh mein Gott, was ist das denn? Ich halte einfach auch nichts aus gerade. Ich brauche Damage. Ich würde jetzt mir direkt Relays oder so kaufen, aber geht ja nicht. Ich brauche jetzt so Zeko. Ah, da brauche ich so ein Chest-Teil für. Ich habe kein Geld. Die Runde läuft nicht so gut. Die Runden, die ich eben aufgenommen habe, die liefen irgendwie besser. Gut, ich meine, wir können doch immer noch ein Comeback haben, so, ne? Aber sieht gerade irgendwie nicht so geil aus. Einfach diese dumme Range, ne? Die ist unglaublich. Okay, jetzt stehen die alle woanders. Okay. Wow, das war gut. Komm jetzt, tötet ihn bitte. Okay, Double Kill. Ich meine, ich habe nicht umsonst Ahri lange Zeit gemaint, auch wenn ich es immer noch teils tue. Ich meine sie nicht ganz, aber ich tue es immer noch teils. Alter, diese LeBlanc, ne? Das ist unglaublich. Ich hasse diesen Champion. Ach, es war gar nicht mein Heil-Op. Den habe ich jetzt erst. Okay. Sehr interessant, wie sich das jetzt schon wieder entwickelt hat. Okay. Der Maokai ist, glaube ich, das größte Problem. Ohne Witz. Und diese dumme Elise mit ihren Kackspinnen. Ich brauche das. Hallo, ich brauche das. Ey, ich habe viel weniger Leben und Mana-Probleme. Was soll das denn? Oh, ich hasse Menschen. Ja, genau. Benutzt das Summoner hier, wenn ich gar nicht da bin. Ach du Scheiße. Ich würde gerne bitte noch... Barriere. Hab ihn noch angepokt, okay. Nice. Das lief doch ganz gut. Ich hatte nicht genug Mana für mein W, sonst wäre die tot. Verdammt. Scheiße, ich dachte, ich hätte doch genug Mana für mein W. Ah, kacke. Warum habe ich eigentlich eben mein E gestillt? Ich weiß es gar nicht. Okay, ich könnte mir direkt einen großen Stab kaufen eigentlich. Wenn ich gerade noch warte. Das dauert ja nicht lange bei Aram. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Komm, schneller Geld.
Ich weiß, es ist ein bisschen arschig, so zu warten, aber hey. Es muss sein. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, habe ich sogar ein Spiel, was ich sogar direkt die Vorstellung gleich aufnehmen könnte. Es ist ein sehr cooles Spiel. Und ja. Okay. Okay. Der müsste doch dann fast tot sein, oder? Oh Gott, was geht denn da? Warum sind die alle so voll? Das gefällt mir immer gar nicht. Oh, die wurde vom Tower attackiert. Na, Gott. Ich hab Angst, ich will da nicht hingehen. Er hat einen Tauschuss kassiert, das ist auch ganz gut. Mein Gott, dieser dumme Maokai, es ist einfach unglaublich. Nein, geh weg. Alter, wie viel. Ja, wie viel Schaden macht die denn bitte? 6, komm mal her, ich hab's einmal da hier. Nein! Ah! Bitte nicht nochmal. Okay. Oh mein Gott. Ich hätte nochmal ultien können, aber ich habe es nicht geschafft. Warum standen die auf einmal? Damit habe ich gar nicht gerechnet, gerade in dem Moment. Nur noch Six lebt gerade, das ist ja cool. Irgendwer wird wahrscheinlich jetzt denken, ich laufe mal durch, ne? Wie der LeBlanc zum Beispiel. Ganz cool auf jeden Fall. So, jetzt ist der Inhibitor auch tot. Das ist ja, ein Traum. Ah. Wie mein Charme einfach gerade angeblich niemanden getroffen hat, ne? Und ich einfach immer weiter Damage bekomme. Ja, wie ich einfach instant tot bin. Weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die da machen, aber. Gut, die LeBlanc hat sich direkt einen Rabadons gekauft mit einem Morellos. Das ist schon krass. Und der Maokai, der baut sich tanky mit ein paar Mistzinder und sowas. Ah, das tut schon weh. Und Rod of Ages, das heißt, er wird von Minute zu Minute tankiger, weil er immer 200 Leben bekommt. Die Ash hat schon einen Infinity Blade. Der Kog'Maw, der hat schon ein Lodens Echo. Ist auch nicht so geil. Es ist sehr. Also, dieses Scheiß. Guck mal, ich gehe da hinten und bin direkt schon wieder fast halb tot. Ja, natürlich. Habt ihr das gesehen? Was soll ich denn? Komm, hier ist ein ganz einfacher Pentakill gerade. Ah. Aber irgendwie kriegt es keiner hin, da irgendwas zu pentern oder so. Okay, er hat sich eine Büste gekauft. Das finde ich ganz gut. Ich rush nie als erstes Rabadon. Was haben die denn immer alle? Keine Ahnung, ich finde das nicht so sinnvoll. Komm, wir müssen hier ein bisschen die Tower beschützen und so. Oh, die muss aufpassen, die muss aufpassen. Die läuft auch noch rein, ne? Die ist total reingelaufen, habt ihr das gesehen? Ich hab's auf jeden Fall gesehen. Einmal die ganzen Teile hier anpoken, so. Läuft. Ich hab meine Ulti jetzt auch nochmal. Ah, mein Gott! Gott, dieser Damage. Das ist unglaublich. Wow, das war eine sehr schlecht gesetzte Ulti. Man kann eine Ulti auch besser benutzen. Barriere. Und weg, Ulti. Komm schon. Kommt erst mal fast tot. Ja, natürlich. Wo war mein Team jetzt? Ich dachte, die laufen mir nach. Das war echt dumm von meinem Team. Wir hätten die locker bekommen können. Oh Mann, wir hätten die locker bekommen können. Egal, mit Ludens Echo ist auch noch ein bisschen besser. Als nächstes hole ich mir dann... Obwohl... Also mein endgültiges Bild sollte jetzt aussehen. Rabadon, Sonjas und dann noch am besten eine Bissel, weil die so viel Damage machen. Aber ich weiß nicht, was ich als erstes holen soll. Weil Rabadons Damage, ein bisschen Magieresistenz, Sonjas Rüstung, aber ich habe kein Geld. Dann geht er nicht so weit nach vorne. Bitte. Wir haben alle nicht volles Leben. Die sitzen eh da wahrscheinlich. Ja, jetzt sind sie auf jeden Fall da.
Okay, ich habe in 8 Sekunden meine Ulti auch wieder. Okay. Was hat mir so viel Schaden bitte auf einmal gemacht? 12%. Okay. Ich verstehe gar nicht, durch was ich so viel Schaden bekommen habe. Das wäre irgendwie sehr unverständlich gerade. Ich brauche aber irgendwie das ein bisschen. Ich brauche es auch. Oh Gott, das ist einfach so. Warte, stackt eigentlich davon? Ich weiß das gar nicht. Stackt das? Weil der Fitz hat das ja auch. Ich weiß nicht, ob das zusammen stackt. Komm! Hä? Und durch was bin ich gerade gestorben? Ach, durch diese Attacke von oben. Hey, warum ist denn jetzt kaputt gegangen? Es war kein gutes Spiel. Nein, das war nicht so gut, sagen wir es so. Aber hey, ich wollte euch ja nur Bescheid geben über alles, was so abgeht und sowas. Ich hoffe, ihr freut euch und guckt auch meine Videos und sowas. Und ja, ihr seht hier, ich bin Level 24 und naja, die Road zu 30, ne? Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video von mir. Es wird wahrscheinlich noch teilweise andere Sachen kommen. Aber dazu komme ich ja dann noch und erzähle euch das, ne? Okay, bye.